Hallo und herzlich willkommen zurück zur menschlichen Zentralverwaltung. Wir machen weiter bei Stellaris im Jahre 2265. Stück für Stück bewegen wir uns auf das Jahr 2300 zu. Vor 66 Jahren, da fing das Leben an, da haben wir gestartet mit der menschlichen Zentralverwaltung, die die Sterne begann zu erkunden. So, wir haben wieder ein paar Mineralien. Die Frage ist, ja, wir bauen mal trotzdem sicherheitshalber. Weil wenn ich jetzt Gebäude sehe, dann werde ich die upgraden, aber ich baue lieber jetzt mal konsequent ein paar Kreuzer. Dass wir uns hier mal ein bisschen absichern, auf jeden Fall. Das ist immer auch wichtig und jetzt, wir können jetzt nochmal kurz schauen, wie es hier derzeit ausschaut. Boah. Upgrades sind hier nicht unbedingt irgendwie erforderlich. Wir könnten mal hier noch Hydrokulturfarm bauen, dass sie upgraden. Wultaum Bergbaubasis. Oh, wir haben wieder was von den Wultaum. Am Boden eines großen Kraters auf Ispyriam 4 sind Reste einer kleinen Wultaum Helium 3 Bergbaubasis gefunden worden. Die Explosion, die den Krater erzeugt hat, scheint aus dem Inneren der Einrichtung gekommen zu sein. Falls die Bergbautechniken der Wultaum nicht radikal anders als unsere waren, kann solch eine gewaltige Explosion nicht durch einen Maschinenfehler oder einen Unfall ausgelöst worden sein. Noch ein Spezialprojekt. Können wir aber nicht erforschen, weil hier brauchen wir einen Wissenschaftler Stufe 4. Das ist doch verflixt und zugenäht. Oh, was ist hier passiert? Handelsabkommen Dauer abgelaufen. Wir sind schon wieder hier 30 Jahre vorbei. Forschungsabkommen mit der Domain Conglomerate. Können wir das bitte erneuern? Da wäre ich sehr dankbar. Das ist aber teuer. Eieiei, die sind uns aber weit voraus, habe ich das Gefühl. Ach du Uiuiui. Was können wir denn da noch geben? Wollt ihr Energie-Credits haben, ganz viele? Ja, ich denke, das können wir mal machen. Plus 1. 1000 Energie-Credits. Das ist sehr teuer. Aber ich will keine Mineralien. Wir haben eh keine Mineralien. Und ich meine, die lagern bei uns derzeit eh nur. Deswegen machen wir das mal, weil Forschung ist schon wichtig. Sehr schön. Eure Bedingungen klingen vernünftig. Das Dominate Conglomerate nimmt euer angebotenes Handelsabkommen an. Sehr gut, da freut sich Verwaltungsleiter Nikita Kamensky. Die nächste Wahl ist in genau 10 Jahren. 20 Jahre leistet er seinen Dienst und arbeitet als Verwaltungsleiter. Meistens sterben die Verwaltungsleiter dann danach an Altersschwäche. Oh mein Gott, wir sind nochmal auf Außerirdische gestoßen. Das gibt's doch gar nicht. Lang, lang ist's her. Und zwar in unserem eigenen Raumbereich. Was? Oh, okay. Das sieht ja etwas bedrohlich aus. Fimenas. Die wollen wir doch direkt mal erforschen. Dann können wir noch ein bisschen was von der Galaxie verforschen. Ein Monat. Da bin ich jetzt aber gespannt. Die werden irgendwo hier sein. Oh, hoffentlich nehmen die uns nicht die schönen... die schönen Dinge hier weg. Ah, hier sind sie. Oh, die haben sich aber hier alleine ziemlich ausbreiten können. Und die können sich auch noch ziemlich ausbreiten. Da müssen wir aber schauen, dass wir noch so schnell wie möglich in Richtung Norden gehen, dass wir hier eine Grenze zu denen aufbauen. So, nachdem wir ihre Sprache erfolgreich übersetzen konnten, haben wir Kontakt mit den Chinor-Stellar-Union hergestellt. Die diplomatischen Kanäle sind nun offen und alle Feindseligkeiten wurden eingestellt. Ja, wir hatten keine Feindseligkeiten. Ein Megakonzern, rücksichtslose Kapitalisten. Ja. Also ich meine, in gewisser Weise als starke Materialisten haben sie Ähnlichkeiten zu uns, auch wenn wir natürlich jetzt, sage ich mal, dieses andere Aussehen etwas unschön finden. Seid gegrüßt, ich spreche für Firmenchef Aboglor und die wohlhabende Elite von Chinor Stellar Union. Da wir immer auf der Suche nach neuen Handelspartnern sind, hoffen wir, dass wir ein Abkommen erreichen können, von dem unsere beiden Nationen profitieren. Wir alle können sehr von diesem Aufeinandertreffen profitieren und bevor hier irgendwas passiert mit Grenzen schließen oder was weiß ich... Oh, die würden sogar nicht Angriffsversprechen machen. Ja, sie sind uns ebenbürtig. Aber ich meine, sie sind uns noch zu weit entfernt, als dass wir hier... Ich meine, nicht Angriffsversprechen kann man ja auch jederzeit wieder brechen, oder? Das ist ja kein Problem. Wenn wir mal Krieg führen wollen, geht das irgendwo... Genau, ist möglich.
Aber wir können ja erstmal schauen, ob wir so schon handeln können. Okay, das ist jetzt minus 11. Was habt ihr eigentlich? Grenzen sind irgendwo geschlossen. Nicht Angriffsversprechen. Boah. Machen wir doch gleich mal nicht Angriffsversprechen. Construction complete. So, das müsste jetzt... Ein Krieg wäre von uns beiden nicht von Vorteil. Wir stimmen der Unterzeichnung eines Nicht-Angriffsversprechens zu. Sehr schön. Als nächstes bitte ein Handelsabkommen noch. Ja. Oh, und ganz wichtig, ganz wichtig, Informationen wollen wir haben. Wir geben auch unsere Informationen dafür. Aktive Sensorverbindungen... ist wahrscheinlich... brauchen wir das... Brauchen wir erstmal nicht. Wollt ihr ein paar Energie-Credits haben? Ja, wollt ihr. Ach so, wir wollen das vielleicht mal... Ja gut, aber... Ja doch, Forschungsabkommen. Sollten wir schon erhöhen. Jetzt würde ich aber gerne mal kurz schauen. Wir machen das mal einzeln, würde ich fast sagen. So. Erstmal hier wieder Forschungsabkommen. Sehr wichtig. Das haben sie hoffentlich angenommen. Wir erkennen ein gutes Geschäft, wenn wir es sehen. Sie akzeptieren. Und jetzt machen wir nochmal gesondert das mit den wichtigen Karten, dass wir hier auch erfahren, was es für schöne Planeten und Systeme dort gibt. Sternenkarten, Sternenkarten. Oh, das ist sogar ausgeglichen jetzt, wenn wir es so machen. Schaut an, da habe ich auch alles richtig gemacht. Jetzt werden wir euch noch ein paar Energie-Credits geben, dass ihr uns mögt. Und wir bestätigen das Ganze. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier alles erkunden dadurch. Ja. Uiu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 i. Freunde, liebe Menschen der Zentralverwaltung. Der ganze Bereich hier wurde jetzt aufgedeckt. Weshalb sich... Obwohl, nee, doch, hier müssen wir schon noch erkunden. Das habe ich schon gedacht, alles ist hier erkundet. Aber das sieht jetzt erstmal... Doch, hier gibt es eine koloniale Welt, aber die ist so weit entfernt. Das ist die Frage, ob wir bis dahin wollen. Hm, müssen wir uns überlegen. Aufeinandertreffen in Sol. Oh, wir haben nochmal jemanden getroffen. In unserem eigenen Sonnensystem, wo? Sind die schon wieder weg? Ich sehe sie nicht. Team Menage. Die werden auch direkt noch erforscht. Jetzt müssten wir doch hier langsam mal alle Alienreiche erforscht haben. Und wir schauen mal auf den Expansionsplaner. Da sieht man am besten, was kolonisierbar ist. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir können wohin, wo nur 25% Überlebenschance und 30% Überlebenschance? Wirklich? Ah, es gibt aber auch ein paar... Ja, wir werden das mal hier kurz gliedern, dass das ein bisschen schöner ist. Also, einmal hier relativ weit weg. Dann vollkommen weit weg, das können wir vergessen. Noch weiter weg, das können wir ebenso vergessen. Das ist dort oben. Ach, hier ist ein anderes Reich, okay. Ja, dann können wir das wahrscheinlich auch vergessen. Dann würde es sich trotzdem meiner Meinung nach anbieten, hier hochzugehen. Vor allem, das ist eigentlich ein schönes System hier. Energie, Mineralien. Hier gibt es auch viel Energie. Mineralien meine ich Energie hier. Haben wir hier was mit denen? Die mögen uns doch, oder? Haben wir hier nicht ein... nee, die wollen aber kein Nicht-Angriffsversprechen schließen. Aber es ist neutral, also... Das sollten wir jetzt mal keine Angst vor denen haben. Vor allem, weil es eine Demokratie ist. Das ist ja... Ja, nicht so schlimm. Da haben wir nicht so große Angst. Deswegen würde ich hier fast sogar... Oh, das ist ein kleiner Planet. Und es gibt starke Gravitation. Ah, das tut nochmal die Bewohnbarkeit. Oh, aber Zufriedenheit und Migrationsattraktivität erhöht sich. Und wir haben den Einfluss auf jeden Fall auch. Deswegen kolonisieren wir hier doch, finde ich. Genau, wir können uns wieder entscheiden und wir nehmen natürlich hier das private Kolonieschiff, das uns nur Energie-Credits kostet. Und um hier keine Ressourcen zu verlieren, gehen wir einfach mal hier hin. Ja, danke. Es wird ein weiter Weg, wo unsere Kolonisten sich hinbegeben müssen.
An alien empire has established communications. Nachdem wir ihre Sprache erfolgreich übersetzt haben, haben wir Kontakt mit dem United Till Linus Mandate hergestellt. Hervorragend. Oh, Vogelwesen. Ein Vorstand. Oh, so ähnlich wie wir, ein Vorstand. Hegemonistische Imperialisten. Egalitär. Kann keine autokratische Regierungsform benutzen. Okay, sie wollen Gleichberechtigung. Sie sind sehr materialistisch. Und sie sind auch xenophob. Also, ja, sie sind so das Ebenbild zu uns. Nur in klein. Achtung, fremdartige Wesen, Vorsitzender Taratak hat mich leider, leider dazu erwählt, United Tillinacy Mandate in allen diplomatischen Belangen eurer primitiven Zivilisation gegenüber zu vertreten. Wir beabsichtigen, Technologien zu erforschen, die euer schwächlicher Verstand nicht verstehen kann. Kommt uns nicht in die Quere. Ich meine, sonst antworten wir immer, hoffentlich können wir hier voneinander profitieren, aber wir verabscheuen eure frivolen Sitten, ihr komischen Alienwesens. Aber ihr habt ja gesagt, euch ist Forschung wichtig. Oh, okay. Sternkarten würden sie aber tauschen. Dann spricht doch hier nichts dagegen, oder? Ein paar Mineralien noch holen. Schade, dass sie kein Forschungsabkommen machen wollen. Aber ich schätze mal nicht, dass wir... Ja, viel haben wir hier nicht entdeckt, aber besser als nichts. Okay, Research complete. Ich baue nochmal einen Kreuzer, bitte. Oh, ja, das kommt ja zum richtigen Zeitpunkt, wo wir hier kolonisieren wollen, haben jetzt unsere koloniale Bürokratie erforscht, lokale administrative Entwicklungen ermöglichen die genauere Überwachung kolonialer Angelegenheiten, ohne die zentrale Entscheidungsfindung allzu sehr zu belasten. Oh, Leute, ich werd verrückt. Die machen mir das echt nicht leicht. Wir könnten jetzt auch noch galaktische Bürokratie hinterher schieben oder die Bewohnbarkeit erhöhen. Oh, das wäre halt auch gut, weil wir hier viele Planeten haben, die so... Ja, so gerade so bewohnbar sind. Oh, aber Kernsektorsystem. Oh, Gottes Willen. Ich bin hin und her gerissen. Oh, ich bin hin und her gerissen, Leute. Ich meine, Flottenkapazität wäre auch schön. Nee, aber ich würde jetzt mal sagen, wir werden jetzt mal hier auf die Bewohnbarkeit gehen, weil wir gerade Kernsektorsysteme hatten. Ich hoffe, dass uns das nochmal angeboten wird. Dann wählen wir das natürlich auch nochmal. Aber jetzt ist erstmal die Bewohnbarkeit ein bisschen wichtiger. Wir müssen uns ja auch irgendwo hin ausbreiten können, richtig? So, hier passt alles. Das können wir mal upgraden. Das ebenso. Können wir hier jemanden tun? Den hier. Was macht denn der da oben? Schämt er sich nicht? Hier können wir nochmal ein Forschungslabor bauen. Ah, hier sind halt leider noch so Blocker. Schwaches Magnetfeld. Hm. Ja, hier... Dauert es irgendwie ein bisschen anscheinend noch. Wir können das hier trotzdem schon mal entfernen, mal finde ich. Sirius. Wow. Ist auch nichts mehr groß zu tun. Das können wir direkt noch verbessern. Hier haben wir übrigens unseren Alien Zoo, der die Bewohnbarkeit erhöht. Oder nee, was macht der? Einigkeit. Sehr schön. Ja, und auf der Erde sieht es doch auch schön aus. Kann man hier eigentlich irgendwie was Spezielles bauen? Hm, nein. Construction complete. Planetare Hauptstadt bräuchten wir hier. Ja, so ein planetarer Schildgenerator würde sich für die Erde schon lohnen. Beziehungsweise hier für Grenzsysteme. Auf jeden Fall. So, unsere Flotte müsste wachsen und gedeihen. Ja, 4400 schon und es kommt immer mehr dazu. Sehr schön. Apropos, wir müssen eigentlich mal unsere Flotte verbessern. Das wird wahrscheinlich recht teuer sein, oder? Ach du Schande! Für 2900. Okay, wir schauen nochmal kurz nach, ob wir noch irgendwas verbessern können derzeit. Nein. Dies ist nicht der Fall. Dann schicken wir unsere Flotte schon mal zum Verbessern. Das wird ein bisschen dauern, das wird jetzt auch irgendwie Mineralien kosten. Gut, den Streifschuss kennen wir mittlerweile. Unglaublich, wir bekommen Ingenieursforschung. Schon wieder ein Streifschuss. Aber hier gibt es keine koloniale Welt. Oh, was haben wir hier? Ah, Alpinwelt. Das ist leider falsch. Das ist nicht gut. Special project complete. B.
Wissenschaftsoffizier Carlos Esguerra konnte die Energieversorgung der automatisierten Schiffswerft über Mindara Var wiederherstellen. Die Einrichtung setzte ihre ununterbrochene Baureihe umgehend fort und produzierte mit den zur Verfügung stehenden Materialien eine fortschrittliche Fregatte unbekannter Bauart. Jetzt wird's interessant. Leider brach die uralte Schiffswerft danach komplett zusammen und wurde irreparabel beschädigt wahrscheinlich. Wir haben das neue Schiff bemannt und es in unsere Flotte übernommen. Sehr gut. Und hier gibt's plus 4 Mineralien. Das ist das neue Schiff. Wow. Das ist jetzt nicht besonders toll. System Survey complete. 87. Wir werden auch mal hier den Raumhafen noch verbessern, bitte. Müssen die jetzt eigentlich so lange warten, bis die Mineralien vorhanden sind? Oder werden die jetzt Stück für Stück abgezogen? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das abläuft. Wir warten einfach mal jetzt, bis wir hier über diese 2600 gekommen sind. Aber was auf jeden Fall geklappt hat, was ja ein großes Ziel der menschlichen Zentralverwaltung war, war unseren ersten Kontakt hier einzuschließen, nämlich die Methan Technocracy, die sich somit nicht weiter ausbreiten kann. Oh, oh, was ist hier los? Eine Militärmacht? Piratenkreuzer. Verdammt, und jetzt wird unsere Flotte gerade verbessert. 1900, die könnten wir besiegen. Schön vorsichtig, bitte. Fliegt ihr irgendwo hin, oder? Ja, ihr seid irgendwo hingeflogen. Ich weiß leider nicht, wohin. Na, hoffentlich verbessert sich unsere Flotte langsam, Stück für Stück. Kann man das eigentlich irgendwo sehen? Ja, die müssen wahrscheinlich noch warten, bis die Mineralien da sind, deswegen sparen wir jetzt auch derzeit. 2600 oder ähnliches war es. Oh, und wir haben hier alles erforscht. Das ging aber schnell. Dann gehen wir als nächstes mal hierhin. Kommen wir hier rüber? Ja. Und dann dorthin und dorthin und dorthin. Was zum... Oh, hä? Ach so. Ah, oh. Ich habe mich hier getäuscht. Das ist diese... Das ist das Forschungsschiff. Machen wir das doch hier anders. Machen das bitte als Erkunden. Und dann das hier, hier. Gehen wir hier nochmal ein bisschen entlang, würde ich sagen. Ja, dann passt das doch wieder. So, dann passt das doch wieder. Ich muss mich jetzt gerade echt zurückhalten, dass ich nichts baue. Keine Gebäude, keine Raumhäfen, keine Flotten, keine keine weiteren Anlagen, keine Bergbaustationen. Ah, jetzt wurde es anscheinend abgezogen. Und unsere Flotte wird verbessert. Die müsste ja deutlich verbessert werden. Also ich bin jetzt mal gespannt, was hat. Das war jetzt extrem teuer. Wir achten mal darauf. Wir sind derzeit bei 5238. Wir müssten um einige Punkte nach oben kommen. So, Vorläuferentdeckung. Mehrere Handelsschiffe, die nah an Krakeel 4 vorbeiflogen, sind berichteten unabhängig voneinander von anomalen Messwerten aus der Richtung des Planeten. Nach eingehendem Studium dieser Werte glauben Experten auf der Erde, dass es sich um die Aktivitäten der uralten Vorläufer hinweist. Okay. Haben wir hier... kurze Frage. Oh, würde sogar möglich sein hier. Mit dem zu erforschen. Verdammt, jetzt hat es mich weggeklickt. Wo war das jetzt? War das hier? Dann darfst du danach dorthin gehen.
und das erforschen, bitte. So, und wir haben die besseren Schilde. Ah, jetzt haben wir natürlich gerade alles verbessert. Jetzt haben wir die neuen Schilde. Naja, das kann man nicht immer. So, jetzt haben wir hier leider nicht so die perfekten Sachen synchronisierte Verteidigung. Was bringt uns das? Station. Das ist aber nur für Stationen, wenn ich das richtig sehe. Oder? Oder ist das auch für Schiffe? Das weiß ich jetzt leider nicht. Feuerrate und Waffenschaden. Hm. Wir machen das mal, weil es eine seltene Technologie ist. Wer weiß, für was wir die noch brauchen könnten. Gut, das wird alles erforscht. Das passt. Gut, dann würde ich mal sagen, sind wir auch wieder am Ende der Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da. Und schreibt wie immer auch fleißig in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich freue mich auf jeden Fall immer, eure Kommentare zu lesen. Und freue mich natürlich auch über jeden Like und natürlich auch über jedes Abo. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut doch gerne einfach mal in die Playlist. Die verschiedenen Spiele und Let's Plays, die ich dort gemacht habe, findet einen Überblick. Und wenn es euch gefällt, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Stellaris mit der menschlichen Zentralverwaltung und mit mir, Gaius Julius Caesar.